Die Kronprinzessin und ich sind sehr glücklich über die Einladung, heute hier zusammen mit Ihnen an diesem schönen Ort sein zu dürfen. Das Antiquarium in Ihrer Landeshauptstadt München, im schönen Freistaat Bayern, bietet einen feierlichen Rahmen zu Beginn der zweiten Destination auf unserer Reise quer durch Deutschland. Für die Kronprinzessin und mich ist es der erste Besuch zusammen in München. Dabei reichen die Beziehungen unseres Landes zu Bayern weit zurück. Dänemark und Bayern passen bestens zusammen. Wir haben dies in dem jetzt kurzen Zusammentreffen bereits menschlich sehr stark spüren können. Und dass wir gut zusammenpassen, ja bestens zusammenpassen, das wissen wir schon seit Generationen. Bayern und Dänemark haben aber nicht nur historische Verbindungen. Wir haben auch heute viel gemeinsam. Sowohl der Freistaat Bayern als auch Dänemark haben es geschafft, ihre eher landwirtschaftlich geprägten Wirtschaften mit einer Innovations- und Hightech-Strategie für die Zukunft bereit zu machen. Und ich habe gehört, dass Sie diese erfolgreiche Entwicklung in Bayern eine Symbiose aus Laptop und Lederhosen nennen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Ihrem Besuch hier im Freistaat viele erfolgreiche bayerische und dänische Unternehmer treffen. Unsere Unternehmen arbeiten Hand in Hand. Das Verhältnis ist prächtig. Dänemark und Bayern gestalten im Alltag gemeinsam Zukunft. Und wir lieben beide das gute Leben. Gemeinschaft, Gastlichkeit, Kultur und Kreativität. Wir in Bayern und Dänemark pflegen den Geist des europäischen Miteinanders. Lassen Sie uns also noch enger zusammenarbeiten für eine gute Zukunft zugunsten der Menschen in unseren Ländern.